Hallo Freunde des Messers. Eigentlich war heute ein kleines Halloween-Special geplant, aber da ich seit 2 Tagen tot in meinem Bett liege, weil ich erkältet bin, kommt heute dann doch wieder nur ein Messervideo. Ich hoffe, ihr seid trotzdem nicht enttäuscht. Und ja, wie ihr seht, habe ich diesmal was von der Firma Firebird. Beziehungsweise Ganzo, weil die ja zusammenarbeiten. Und schauen wir uns mal die Verpackung genauer an. Hier ist wieder eine Menge zum Lesen. Hier ist nochmal die Modellbezeichnung, und zwar habe ich hier das Firebird 7603 in der Carbon-Variante. Hier ist nochmal nichts und hier ist nochmal ein kleiner Hinweis. Und ansonsten haben wir hier wirklich nichts mehr, außer halt das schöne Logo, was einen schönen Glanzeffekt hat. Aber gucken wir erstmal rein. So, hier haben wir nichts nochmal draufstehen, okay. Einfach nur eine schwarze Case. Hier haben wir noch ein bisschen was zu lesen. Yep, das kann zur Seite. Und wir haben hier noch wieder so eine schöne Tasche. Die sammle ich auch so nebenbei. Also eigentlich nicht, aber sind halt immer dabei. Und ja, hier haben wir dann nochmal nichts, außer halt diese Dingens, Hügelchen. Und dann haben wir hier das Messer. Ach du Fresse, sieht das geil aus. Also, Carbon hatte schon immer irgendwie was Tolles für mich. Also, einerseits wegen diesem schönen hier Glanz 3D-Effekt. Ja, das echt schon geil. Also das hier ist jetzt mit eins meiner ersten Carbonmesser so nebenbei. Ich habe noch ein paar andere da, aber die stelle ich euch mal später vor. Und was ich auch richtig cool finde, sind die blau anodisierten Schrauben. Wie man merkt, läuft das auf Kugellagern. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber es rattert immer so ein wenig. Ich hoffe mal, man hört's, und wenn nicht, dann nicht. Ja, hier haben wir noch mal einen G10 Backspacer. Hier haben wir einen Access-Lock-Verschluss und hier haben wir nochmal einen Pocket-Clip, den man diesmal nicht auf der anderen Seite befestigen kann. Der aber, wie ich sehe, hier im Griff verschwindet, was eigentlich auch eine sehr geile Idee ist. Denn so kann er nicht einfach mal rausfallen oder so, weil hier runter befinden sich dann bestimmt noch die Schrauben dazu. Das ist hier drunter geklemmt, wie man sieht, hoffe ich. Ja, und so im offenen Zustand hat es auch schon etwas. Bisschen ein schöner Matt-Look auf der Klinge drauf. Hier steht nochmal Firebird Knife, made by Ganzo. Und dann halt nochmal die Modellbezeichnung. Und hier der Stahl. 45er C-Stahl, also ein gängiger Stahl halt. Und der wird ja jetzt auch sehr gerne überall verwendet. Hier haben wir nochmal das Firebird-Logo und dahinter Copyright-Zeichen. Und hier haben wir nochmal Jimpings, damit man ein bisschen besseren Griff hat. An sich hat das Messer schon eine schöne Optik. Hat auch eine gute Performance. Dieses läuft nämlich auf Kugellagern, wie schon gesagt. Hier drinnen, vielleicht sieht man es jetzt ein bisschen schlechter, aber hier drinnen sind nochmal kleine Taschen ausgefräst, damit ein bisschen am Gewicht gespart wird. Finde ich eine echt gute Lösung, weil das Messer hat schon ordentliches Gewicht, könnte man schon sagen. Also es ist jetzt nicht so schwer, man kann es noch tragen, aber es ist jetzt auch nicht das Leichteste, was ich habe. Ja, aber ansonsten kann man sich halt über das Messer nicht beschweren. Das hat eine echt schöne Klinge hier hochgezogen. Hier sieht man nochmal die Klingenzentrierung, also das ist wirklich perfekt eingestellt worden und ist, wie man sieht, offenbar auch nicht schwergängig. Also man kann schön flippen damit, und also es ist im Groben und Ganzen echt gut eingestellt für einen Preis um die 30, 40 Euro. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Alltagstauglich ist es auch, nur kann ich es leider nicht empfehlen, hier in Deutschland mitzuführen, weil wir haben dumme Gesetze. So kann man das halt am besten ausdrücken, und ja. Wir kommen einfach mal zu den technischen Daten. Und zwar haben wir eine 9 cm lange Klinge aus dem 44er C-Stahl mit einem wunderschönen dunkelgrauen Finish. Der Griff besteht aus Edelstahlleinern mit Carbonschalen drumrum und einem Backspacer aus G10. Dieser hat eine Länge von etwa 12 cm. Insgesamt hat das Messer eine Länge von 21 cm und legt ein Gewicht von 120 Gramm auf die Waage. So, also mein Fazit zu diesem Messer lautet: Top, kann man sich auf jeden Fall mal holen, falls man wirklich mal was für den Alltag braucht. Carbon hält ja auch eine Menge aus als Griff, also ich kann hier nirgendwo einen Kratzer reinmachen. Das einzige Problem an diesen Carbon-Griffen ist, dass sie sehr rutschig sind. Und hier nochmal ein kleiner Vergleich. Hier seht ihr, das Carbon ist sehr schön glatt und das G10 dagegen ist halt wirklich raues Material. Also wenn man halt mal ölverschmierte Hände hat, dann okay, würde es dir vielleicht auch nicht wirklich viel bringen, weil das füllt dann die ganzen Lücken aus. Aber hier hat man doch schon ein bisschen mehr Grip als hier bei dem.
Nur so, um zu vergleichen. Das hier ist ja das Ganze aus einem anderen Review. Das kann ich euch mal noch in der Beschreibung verlinken. Und ich kann wirklich jedem halt, wer was Günstiges braucht, nur ganz so empfehlen. Das hier ist ja jetzt mein kleines EDC geworden. Und ja, es hat schon was. Also man kann auf jeden Fall sehr gut damit arbeiten. Aber kommen wir zurück zu diesem Messer. Machen wir mal noch kurz einen Schärfetest. Dafür habe ich hier wieder mein schönes A4-Blatt. Und bin ich abgerutscht. Und wie ihr seht, okay, hier vorne hakt ein wenig, aber es ist scharf. Also hier vorne ist die Schneide ein bisschen stumpf. Naja, aber groben und ganzen. Es ist scharf. Es ist manchmal ein bisschen rutschig hier. Also ich weiß nicht. Manchmal reißt es hier vorne aber auch ein. Vielleicht ist da jetzt schon mal irgendwie was draufgefallen auf die Schneide und ist ein bisschen kaputt gegangen. Aber an sich ist es wirklich ein guter Schnitthilfe. Also arbeiten kann man damit sowieso. Ja. Und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.